Unterscheiden Sie, dann schreibe ich das Schlüsselwort mal in die Mitte. Das Schlüsselwort lautet wieder Akkreditiv. Wir hatten gerade schon das widerrufliche und unwiderrufliche, aber diesmal lautet die Frage anders. Jetzt sollen wir unterscheiden das Unbestätigte und das Bestätigte. Ja, und was ist der Unterschied? Der ist ziemlich evident. Der Unterschied liegt in dieser kleinen Vorsilbe hier. Das eine Akkreditiv ist also unbestätigt, das andere ist bestätigt. Nur damit kommt man natürlich jetzt nicht durch. Man muss schon die Zusammenhänge ein bisschen erklären. Also, beim unbestätigten Akkreditiv haftet dem Exporteur nur die Bank des Importeurs. Denn die Bank des Importeurs ist die Bank, die beim Dokumentenakkreditiv ein Zahlungsversprechen abgegeben hat. Und die Bank des Importeurs haftet dem Exporteur beim unbestätigten Akkreditiv. Beim bestätigten Akkreditiv kommt etwas hinzu, zusätzlich. Das bestätigte Akkreditiv ist also das unbestätigte plus etwas. Zusätzlich haftet dem Exporteur die eigene Bank, seine Hausbank. Wenn diese eigene Bank des Exporteurs das Akkreditiv bestätigt, dann steigt die Bank des Exporteurs in die Haftung mit ein. Beim unbestätigten Akkreditiv hat also der Exporteur ein Zahlungsversprechen. Von wem? Von der Bank des Importeurs. Beim bestätigten Akkreditiv hat der Exporteur zwei Zahlungsversprechen. Von wem? Von der Bank des Importeurs plus seiner eigenen Bank. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.